Inmitten der Stadt zeigt man gern, was man hat. Man hat viel, man hat Stil oder tut so. Bloß wir sind nicht reich, das merkt hier jeder gleich. Doch mit nix geht es auch, das ist gut so. Das gibt Ärger. Herzlich willkommen, wo Gloria wohnt. Nichts ist vollkommen, wo Gloria wohnt. La 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 la. Wir kommen vom Lande, das ist keine Schande. Hier dreht und bewegt sich sehr viel. Wenn ihr mal der Schreck ihrer Nachbarn sind Gloria und ihre Familie. Man versteht sich, wo Gloria wohnt. Alles dreht sich, wo Gloria wohnt. La 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 la. Italien, da kann man nur eins sagen, tre bellissimo. Hast du dir denn auch die Uffizi-Galerie angesehen, Mercedes? Angesehen, Liebling? Ich habe sie gekauft. Dorothy, Liebling, es ist absolut trashig, von Ihnen bei uns vorbeizukommen. Oh, vielen Dank, Mercedes. Und für moi ist es eine ausgesprochene Ehre, hier sein zu dürfen. Natürlich ist es das. Dann werde ich Sie mal vorstellen. Joan Alexandra, das ist unsere neue Mitstreiterin, Dorothy Perfect. Sie gehört ab jetzt zu unserem Komitee. Ja. Oh, sagen Sie mal, sind Sie etwa die Dorothy aus Nachmittage mit Dorothy? Ja, richtig. Sehen Sie die Sendung an. Aber wo denken Sie denn hin? Natürlich nicht. Oh. Also, Dorothy, Schätzchen, dann erzählen Sie doch mal, warum wollen Sie dem Schurzwill-Damen-Aktionskomitee beitreten? Ich glaube, dass wir, die wir ein reiches, gesegnetes Leben führen, dazu verpflichtet sind, der Gemeinschaft zu dienen. Sie zu unterstützen, wo immer es nur geht. Und wenn es darum geht, etwas auf die Beine zu stellen, dann werden Sie feststellen, dass Dorothy Perfect zu allem bereit ist, meine Damen, und sich als wertvolles Mitglied des Komitees erweisen wird. Oh! Komm schon, Millie, spring auf, das macht Spaß! Kannst du mir garantieren, dass das Ding da sicher ist? Natürlich ist es das! Stopp! Na, Millie, war das nicht lustig? Lustig? Das findest du lustig? Du hast sie wohl nicht mehr alle! Guck mal, Millie, das Tierheim sucht noch Freiwillige, die mit den Hunden spazieren gehen. Hättest du nicht zu sowas Lust? Ich soll freiwillig mit Hunden spazieren gehen? Sag mal, bist du heute irgendwo gegengelaufen? Aber damit würden wir etwas Gutes tun. Träum ruhig weiter, Gloria, mit nix. Der einzige Spaziergang, den ich machen werde, ist der nach Hause. Tschüss! Okay. Wir sind so froh, wenn überhaupt mal jemand vorbeikommt. Wir sind total unterbesetzt und brauchen deswegen jede Hilfe. Oh. Na, du kleines Wollknäuel, du! Hättest du vielleicht Lust, mit Genie Gassi zu gehen? Gerne. Wann? Na, sofort, wenn du möchtest. Das ist ja echt cool! Oh. Hey, Nata, dreh hüben! Ah. Hi, Nata. Hi, Bee. Kommt ihr mit zum Schwimmen? Nein, danke, im Moment nicht. Ich glaube, ich lese ein bisschen. Ich komme mit, Rodney. Wer als Letzter im Wasser ist, ist ein faules Ei. Hi, Nata! Riesen!
was ich hier habe. Oh. Solltest du ihn Gassi führen oder rumfahren? Ich gehe ja gleich mit Genie Gassi. Ich wollte nur erst mein Fahrrad nach Hause bringen. Oh, hallo, du kleines Hundi, du. Du bist aber niedlich. Lass dich bloß nicht von dem alten, blöden Bill einschüchtern. Hast du Lust, mit mir zu kommen? Na ja, vielleicht, aber nur ein Stückchen. Wer als erster bei der Boje ist? Ja, das würde ich jetzt lieber nicht tun. Komm schon, Bee, sei doch nicht so ein Schlappi. Das ist doch überhaupt nicht weit. Nein, das bin ich nicht. Es ist nur, Es ist nur was? Na ja, ich kann nicht schwimmen. Du kannst nicht, echt? Erlauben Sie mir, dass ich Sie nach Hause bringe, Mercedes. Keine Sorge, Sie wissen doch, wie es heißt, Hunde, die bellen, beißen nicht. Schön und gut. Aber was wird passieren, wenn er aufhört zu bellen? Verschwinde, du ekelhaftes Vieh! Mich gebissen! Oh, geht es Ihnen gut, Mercedes? Natürlich nicht. Ich werde ein Leben lang entstellt sein. Diese Köter sind eine Gefahr für die Gesellschaft. Wir müssen unbedingt etwas gegen sie unternehmen. Oh. Ich bin ganz Ihrer Meinung, meine liebe Mercedes. Aber jetzt erlauben Sie mir, dass ich Sie zu einem Arzt bringe. Hey! Entschuldigung. Sieht ganz so aus, als müsstest du noch mal zurück ins Wasser, Rodney. Hast du nicht Lust, mit mir mitzukommen? Nein, danke, mir reicht's. Ich hatte genug Sonne und Meer. Bee hat mir gesagt, dass er nicht schwimmen kann. Kannst du's? Was soll denn diese blöde Frage? Nein, nein, du verstehst das falsch. Ich wollte dich nicht ärgern. Sag Bee, dass ich nach Hause gegangen bin. Entschuldigt, ich wollte euch mitteilen, dass ihr ab heute ein Mitglied des Chillsville-Damen-Aktionskomitees vor euch habt. Nicht wahr? Ja, Liebes, jetzt bin ich aber froh. Millicent, was ist daran so amüsant? Da draußen in der Welt gibt es eine Menge Probleme, mein Kind, und ich habe mir vorgenommen, sie zu lösen. Sehr sozial gedacht, meine Liebe. Irgendjemand muss doch mal anfangen. Du könntest dich zum Beispiel mal für Parkanlagen einsetzen, Mom. Oh, du hast ja sowas von recht, Liebling. In Chillsville wird es von Tag zu Tag schwieriger, einen Parkplatz zu finden. Ja, ich finde auch, dass Hunde wundervolle Geschöpfe sind. Nicht umsonst gelten sie als der wahre Freund des Menschen. Ja. Alles klar, Engelchen. Ich denke, dieses Teil sollte jetzt gut funktionieren. Ich verstehe einfach nicht, wie Leute ihre Hunde einfach aussetzen können, Dad. Manche Leute wissen einfach nicht, was es für eine Verantwortung ist, ein Haustier zu besitzen. Da können wir alle nur froh sein, dass so ein Tierheim da ist. Oh, Dad, du hättest sehen sollen, wie niedlich diese Hunde alle sind. Ich wollte Genie gar nicht mehr zurückbringen. Oh, komm her. Dich könnte kein Tier auf der ganzen Welt ersetzen, Will. Ja. Oh.
Komm rein, Rodney. Hi, Notta. Wie geht's? Ich hab was für dich. Und warum gibst du mir das? Noch, das ist nur, um mich zu entschuldigen, weil ich dich gestern verärgert hab. Du hast mich nicht verärgert. Ja, aber ich möchte dir das trotzdem schenken. Dankeschön, Rodney, aber das war wirklich nicht nötig. Eine Schwimmbrille? Ja, ja, gut, nicht, denn so eine Schwimmbrille schützt deine Augen, wenn du schwimmst. Oh, das war echt ein netter Gedanke. Aber ich schwimme nicht sehr viel und meinen Augen geht es sehr gut. Oh, na ja, behalt sie mal für alle Fälle. Komm schon, Millicent! Komm sofort zurück und hilf mir! Hilf mir! Hilf mir! Was haben Sie gedacht, als Sie den Hund auf sich zurennen sahen, Mercedes, huh? Gedacht? Ich habe nichts gedacht. Ich war nur starr vor Schreck, starr vor Schreck. Ich habe noch versucht, diese Bestie wegzuscheuchen, aber dann hat sie mein Bein geschnappt und es zerfetzt. Sehen Sie nur, wie es aussieht. Oh, wie furchtbar. Das heißt also, Sie hatten auch Ausgaben für eine medizinische Behandlung. Ja, und ich musste es über mich ergehen lassen, eine Tetanusspritze zu bekommen, und zwar genau hier rein. Oh, sowas von demütigend. Konnten Sie herausfinden, wem der Hund gehörte oder woher er kam? Es war ein streunender Köter, der offensichtlich aus einem unserer Tierheime entlaufen ist. Interessant. Mercedes, sagen Sie doch unseren Zuschauern bitte, wie Sie dem Chillsville-Damen-Aktionskomitee helfen können, das Problem mit diesen bösartigen, streunenden Hunden zu lösen. Sie sollen den Stadtrat mit Faxen und E-Mails bombardieren und darauf bestehen, dass die Tierheime geschlossen werden. Ich bin sicher, dass unsere Zuschauer entsprechend reagieren werden. Wir danken Ihnen von ganzem Herzen, dass Sie heute zu uns gekommen sind, um uns diese schreckliche Geschichte zu erzählen. Natürlich gern. Schön. Alles klar, Jeannie, wir sehen uns dann morgen, ja? Tut mir leid, es gibt vielleicht kein Morgen mehr. Was meint sie denn damit, Mrs. Cardi? Einer unserer Hunde hat jemand Wichtiges gebissen und jetzt besteht die Gefahr, dass der Stadtrat unser Tierheim schließt. Das können doch die Stadträder nicht tun. Aber was wird denn aus den ganzen Hunden? Wenn ich kein neues Zuhause finde, dann lasse ich sie wohl einschläfern. Millicent, was geht hier vor? Das tut mir echt leid, Mom, aber es ist gerade etwas sehr Furchtbares passiert. Das sehe ich auch, Millicent. Und jetzt raus mit den Viechern aus meinem Haus. Aber Mom, die Hunde können doch sonst nirgendwo hin, weil das Tierheim geschlossen werden soll. Millicent, ich und meine Sendung haben dafür gesorgt, dass das Tierheim geschlossen wird. Na komm schon, Kleiner, spring durch den Reifen, sei ein guter Hund und spring. Es ist etwas ganz Schlimmes passiert. Was denn? Was ist denn passiert? Meine Mom will mich die Hunde nicht behalten lassen. Und stell dir vor, sie steckt hinter der Kampagne, das Tierheim schließen zu lassen. Ist das zu fassen? Schnell, Beat, wach auf, da ist jemand in Schwierigkeiten. Ja! Hilfe! Los! Und was machen wir jetzt? Keine Ahnung. Wir müssen Hilfe holen. Okay, ich gehe. Keine Panik! Halte aus! Ich komme!
Oh, wow, das war echt knapp. Ich darf Ihnen mitteilen, meine Damen, dass die Schließung des Tierheims unsere erfolgreichste Aktion in diesem Jahr war. Und das haben wir in erster Linie Ihnen zu verdanken, meine liebe Dorothy Perfect. Danke, sehr freundlich von Ihnen, Mercedes. Ich bin froh, dass ich helfen konnte. Und hoffentlich wird unsere selbstlose Aktion unsere Gemeinde und andere Menschen davor bewahren, von bösen, streunenden Hunden gebissen zu werden. Sehr schön, Dorothy. Schön gesagt. Danke. Ganz großartig, ja. Sehr nett. Ich bin mal so frei. Oh. Niedliche Hunde umsonst an ein gutes Zuhause abzugeben. Bitte Antrag stellen. Glaubst du, das wird funktionieren? Ich bin so unsicher. Wir können nichts weiter tun als hoffen und abwarten. Oh. Hier steckst du. Ich habe dich schon überall gesucht. Du hast mich gesucht? Warum? Naja, ich wollte dir einfach nur sagen, dass ich es sehr mutig fand, was du gestern am Strand gemacht hast. Ach, nicht der Rede wert. Sowas hätte doch jeder getan. Nein, das hätte nicht jeder getan. Ich möchte dich um einen Gefallen bitten, Rodney. Ja, klar doch. Alles, was du willst. Würdest du mir das Schwimmen beibringen? Ja, aber ich dachte, du... Ich weiß. Ich konnte dir einfach nicht die Wahrheit sagen, weil es mir zu peinlich war. Tut mir leid, Rodney. Nee, oh, das macht doch gar nichts, Natter. Ich bringe dir gerne das Schwimmen bei. Wäre morgen okay? Mhm. No. Einfach wunderbar, Liebes. Ich fass es einfach nicht, Barry. Wie kannst du nur bei diesem Gejaule schlafen? Entschuldige, hast du irgendwas gesagt, Liebes? Oh! Millicent! Was machst du da? Gar nichts, nichts, Mom. Ich helfe nur Gloria. Ja, das sehe ich auch. Und ich muss dir sagen, ich bin sehr enttäuscht von deinem Verhalten. Aber wir müssen uns um sie kümmern, bis wir ein neues Zuhause für sie gefunden haben. Das dauert nicht lange, Mrs. Perfect. Ein Hund hat schon ein neues Zuhause gefunden. Das interessiert mich nicht, die Bohne. Aber wenn ich nur einen Hund bei uns zu Hause sehe, dann bekommst du einen riesen Ärger, Millicent Perfect. Hast du mich verstanden? Und deswegen sind die Rettungsschwimmer auch da drüben stationiert, denn nur zwischen diesen beiden Flaggen ist das Schwimmen sicher. Schwimmen bedeutet nichts weiter, als sich am Wasser sicher bewegen zu können. Ich glaube, ich habe einen sehr guten Lehrer erwischt. Sie werden sich gut um sie kümmern, nicht wahr, Mrs. Diamond? Ich verspreche dir, meine Kleine, dass es ihr nichts fehlen wird. Was sind das nur für Menschen, die diese liebenswerten Hunde nicht mögen? Da gebe ich Ihnen vollkommen recht, Mrs. Diamond. Ich kann auch Leute nicht verstehen, die Hunde nicht mögen. Ich glaube, selbst Mom und ihr Komitee würden sie mögen, wenn man ihnen nur eine Chance geben würde. Was ist denn das für ein Komitee? Noch nie was vom Childsville-Damen-Aktionskomitee gehört? Und dieses Komitee ist dafür verantwortlich, dass man das Tierheim geschlossen hat? Wirklich? Wisst ihr was? Ich kann das nicht zulassen und ich glaube, dass ich euch helfen kann. Keine Angst, Natter. Ich lass dich nicht untergehen. Hallo, Leute. Oh, du hast doch hoffentlich nichts dagegen, wenn Beat auch schwimmen lernt. Nein, ganz und gar nicht. Cool. Also, Rodney, erzähl schon, was soll ich machen?
Meine Damen, ich habe eine Überraschung für Sie. Ich glaube, ich habe einen Sponsor gefunden für unseren alljährlich stattfindenden Wohltätigkeitsball. Schafft auf der Stelle diesen dreckigen Köter hier aus! Mrs. Diamond, Sie können sich gar nicht vorstellen, was das für eine große Ehre für uns ist. Natürlich ist es für Sie eine Ehre. Ich war gerade dabei, meinen Damen zu erklären, dass Sie den diesjährigen Wohltätigkeitsball sponsern wollen. Ich ziehe es lediglich in Erwägung, ihn zu sponsern. Natürlich widerstrebt es mir aufs Äußerste, Menschen zu unterstützen, die hilflosen Tieren gegenüber kein Mitleid zeigen wollen. Mitleid ist etwas Wunderbares. Natürlich, Dorothy, ganz recht. Wir sind nicht so arrogant und deswegen haben wir unseren Irrtum bezüglich des Tierheims auch zugegeben. Aus diesem Grund, meine lieben Zuschauer, werden wir heute eine Kampagne ins Leben rufen, die nicht nur diesen ekelreizenden Hündchen hilft, ein Zuhause zu finden, sondern auch dafür sorgt, dass der Stadtrat seine falsche Entscheidung zurücknimmt und das Tierheim entsprechend finanziert. Ja. Oh. Oh Mann, ich freue mich ja so für die Hunde. Die meisten von ihnen haben ein neues Zuhause gefunden. Die nette Dame, die Genie genommen hat, hatte recht. Wie kann man einen so kleinen Hund nicht lieb haben? Komm her, Bill.